Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein Ask Maren Video, das war nämlich sehr angefragt. Und falls sich der eine oder andere gerade denkt, Maren, du siehst irgendwie anders aus. Ja, ich war beim Friseur und habe die Haare abschneiden lassen. Sie werden auch nach der Hochzeit noch ein Stückchen kürzer, dazu aber auch mehr auf Daily Mint Tea. Da habe ich euch nämlich beim Friseur mitgenommen und ich muss sagen, ich bin super zufrieden, mir gefällt es sehr gut. Und auch unter dem Blog standen unzählige Kommentare, wie gut ihr das findet. Und ja, jetzt würde ich sagen, jumpen wir aber mal ins Video. Und zwar die Fragen, die ihr habt, werde ich jetzt beantworten. Falls ihr noch andere Fragen habt, lasst es mich gerne in der Kommentarbox wissen. Ansonsten gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Übrigens, Tobi hat auch ein neues Video hochgeladen. Schaut vorbei. Ich habe auf Instagram ein Bild gepostet. Ich blende euch hier mal meinen Instagram-Namen ein. Und da habe ich euch einfach mal gefragt, welche Fragen ihr denn so an mich habt. Und da werde ich euch jetzt einfach ein paar rauspicken und die beantworten. Und die erste Frage ist, bist du zufrieden jetzt gerade? Ja, ich muss sagen, also ich bin eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich zufrieden. Ich kann mich halt nicht beschweren. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund, meine Freunde sind gesund. Ich habe einen tollen Mann, den ich dieses Jahr heiraten werde. Und bin auch irgendwo angekommen. Auch gerade das Feedback von euch zu meinem Video, wo ich gesagt habe, dass ich einfach jetzt anders wieder alles auf YouTube machen möchte. Jedenfalls hier auf diesem Kanal. Das Feedback von euch war auch unglaublich und wie ihr hinter mir steht. Und das hat mir auch nochmal sehr, sehr viel Kraft gegeben, sehr viel Motivation. Und ich muss eigentlich sagen, ich bin im jetzigen Moment zufrieden mit meinem Leben. Die nächste Frage ist, hast du Geschwister? Ja. Dann eine Frage, die eigentlich durchgehend unter diesem Foto steht, ist, wann möchtest du Kinder? Wie viele Kinder möchtest du? Möchtest du überhaupt Kinder haben? Und ja, also ich möchte natürlich Kinder haben und Tobias möchte auch Kinder haben und wir wollen gerne zwei Kinder haben, eventuell auch drei, mal gucken. Ist natürlich sehr viel Arbeit, aber auf jeden Fall möchten wir Kinder haben. Und wir haben nicht eine Deadline, so von wegen, ja, in zwei Jahren muss das erste Kind da sein. Aber ich merke bei uns beiden, wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen, sagen wir es mal so. Also es sind noch ein paar Sachen im Raum, die wir gerne erstmal vor dem Kinderbekommen erledigt haben möchten. Und danach werden wir auf jeden Fall uns, ja, machen und Kinder zeugen. Also ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, Maren und Tobi werden irgendwann mal Babys haben. Was benutzt du lieber? Epilierer, Rasierer oder Wachsen? Also ich muss sagen, ich habe mich viele, viele Jahre rasiert, aber bin jetzt über zum Epilieren gegangen, weil für mich ist das Ganze einfach viel, viel einfacher. Ich weiß nicht, es hält viel länger, es tut gar nicht mehr so weh, man stellt sich das immer so vor und denkt sich, oh Gott, Epilieren, das zieht, das tut so unendlich weh. Wenn man ein gutes Epiliergerät hat, dann tut das Ganze gar nicht weh. Ich zum Beispiel benutze den Braun Silke Peel sehr, sehr gerne. Der ist einfach leicht zu handhaben und es tut wirklich, wirklich nicht weh. Und ihr habt einfach Ruhe. Man braucht natürlich ein bisschen Zeit am Anfang, gerade wenn man sich das erste Mal epiliert. Die Haare befinden sich alle im unterschiedlichen Wachstumsstadium. Und manche sind halt schon lang, manche sind ein bisschen kürzer. Und damit der Epilierer auch dann irgendwann alle Härchen bekommt, würde ich sagen, so gerade im ersten Monat sollte man wirklich so jede Woche einmal epilieren und dann kann man eigentlich einmal im Monat epilieren und das ist so viel besser als rasieren. Man hat dann einfach Ruhe im Monat und das ist sehr, sehr angenehm. Schatz, wo werden wir denn die Flitterwochen verbringen? Wir haben eigentlich so Bahamas, hat man eigentlich gesagt, ne? So bei Tobi und ich finden es nämlich sehr schön, die Vorstellung da mit Schweinen zu schwimmen. Klingt jetzt vielleicht im ersten Moment echt total bekloppt, aber ich finde das so cool, mit einem Schwein einfach zu schwimmen. Und deswegen, also wir haben schon echt uns einiges angeschaut und es ist viel im Kopf gewesen, viel, wo wir gesagt haben, das, das, das. Aber Bahamas ist, glaube ich, sehr hängen geblieben. Vielleicht ändert sich das noch, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind es die Bahamas. Bist du nervös wegen der Hochzeit? Ganz ehrlich, ich habe in den letzten Tagen so schlimme Albträume bezüglich der Hochzeit. Ich habe Träume wie zum Beispiel, dass mein Kleid kaputt gegangen ist, kurz vor der Trauung, dass die Gäste nicht gekommen sind wegen irgendwas, dass wir vergessen haben, die Einladungen rauszuschicken, dass, keine Ahnung, super viele Sachen und ich bin richtig nervös. Ich bin nicht nervös, ja zu sagen, weil ich bin mir der Sache sehr, 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 sehr sicher, aber ich bin einfach nervös, weil es ist ein besonderer Tag und klar wird bestimmt nicht alles top laufen und es wird bestimmt auch irgendwas schief gehen, aber das werden Tobi und ich auch rocken und alle, die uns helfen, aber trotzdem, ich bin irgendwo schon nervös, weil
wir zwei stehen im Mittelpunkt und alle werden die ganze Zeit auf uns gucken. Gerade als Braut, wenn, weißt du, der Mann, der steht vorne am Altar und ich als Braut gehe davor und denke mir dann einfach nur so, oh Gott, die gucken alle mich an und ich werde, glaube ich, so weinen und ich weiß nicht, also es wird so verrückt, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr nervös. Würdest du jemals ein Kind adoptieren? Ja, ich habe da eigentlich kein Problem mit. Ich denke, auch Tobi hätte damit kein Problem. Wenn es bei uns nicht klappen sollte, wäre es für mich auf gar keinen Fall ein Problem. Wie wird eure Hochzeitstorte schmecken? Schatz, wie wird unsere Hochzeitstorte schmecken? Schoko. Schokolade? Ja. Alles? Nicht alles. Schokolade und Vanille? Ja. Willst du eine Cremetorte? Nein. Eine Sahnetorte? Nein. Was? Nicht? Nein. Nicht? Nein. Nur eine Schokotorte? Ich mag keine Sahnetorte. Aber vielleicht mögen die anderen Sahnetorte und keine Schokoladentorte. Dann haben sie sich mehr anzupassen. Oder wir haben die ganze Torte für uns allein. Ja. Ah. Das ist eine Idee. Überlegst du dir, weitere Tiere anzuschaffen? Jetzt in diesem Moment, nein. Wir haben unsere zwei Babys, Finn und Ivy, und sind mit denen sehr, sehr glücklich. Aber vielleicht in ein paar Jahren, wenn wir auch ein bisschen angekommen sind und nicht so viel unterwegs sind, könnten wir uns das bestimmt vorstellen, gerade auch wenn Kinder da sind, vielleicht einen kleinen süßen Hund oder ich weiß es nicht. Kommt auch drauf an, wie viel Platz wir überhaupt haben. Und ja, aber ich bin generell und auch Tobi, wir sind sehr, sehr tierliebe Menschen und wir lieben Tiere und wir hätten bestimmt auch gerne noch einen Hund. Und ja, also es ist vorstellbar, dass wir bald irgendwann mal noch ein Tier bekommen. Dann gibt es die Frage, was ist mit One Day mit Maren und Tobi? Das ist auch eine sehr häufig gestellte Frage. Letztes Jahr hat es leider nicht geklappt. Das hatte viele verschiedene Gründe. Und wir haben einfach gesagt, wir möchten nicht irgendwie in One Day mit Maren und Tobi starten, der einfach nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. Weil es soll wirklich ein perfekter Tag sein für euch. Und da gehört sehr viel Planung dazu. Aber wir haben mehrere Sachen geplant. Und zwar gibt es jetzt auch ein cooles Gewinnspiel. Und das haben wir zusammen mit Braun gestartet. Dazu findet ihr auch noch alle Informationen in der Infobox. Und zwar am 1.4. könnt ihr uns in Düsseldorf treffen. 5 von euch können uns treffen. Und das Ganze ist zusammen, wie gesagt, mit Braun. Wir werden einen coolen Tag zusammen verbringen. Es wird einen Lunch geben. Und vor allen Dingen gibt es auch Gutscheine von DM für die 5 Gewinner. Das Gewinnspiel ist ab 18. Und jetzt nicht traurig sein für die, die unter 18 sind. Dafür gibt es nämlich auch noch andere Gewinnspiele, die wir dieses Jahr auch noch machen werden und andere Meet and Greets. Und deswegen seid nicht traurig. Wenn ihr mitmachen möchtet bei diesem Gewinnspiel, dann postet einfach ein schönes Frühlingsbild. Bei den Mädels solltet ihr eure Beine schön in Szene setzen und bei den Jungs vielleicht eher euer Gesicht, gerade wenn ihr vielleicht ein Bart habt, dann könnt ihr euer Bartstyling auf jeden Fall zeigen. Und wichtig ist, dass ihr natürlich das Ganze postet mit dem Hashtag BraunLovesDM. Alle weiteren Informationen findet ihr, wie gesagt, in der Infobox dazu. Die letzte Frage ist, machst du dein Make-up zur Hochzeit selber? Und da habe ich schon sehr, sehr viel drüber nachgedacht, weil ich persönlich finde, ich kann mich einfach am besten schminken, weil ich einfach weiß, was mir gefällt, wie ich was haben möchte und ich habe Angst, dass das einfach zur Hochzeit in die Hose geht. Auch wenn ich super viele Leute in meinem Umfeld kenne, die super schminken können, aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst, aber ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, weil gerade so am Hochzeitstag sollte man, glaube ich, schon so ein bisschen relaxter sein und sich nicht noch selber schminken. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben. Wie würdet ihr das machen? Auch euer Make-up selber oder würdet ihr jemanden euch schminken lassen? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So ihr Lieben, das war jetzt mein Ask Maren für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Fragen waren interessant. Und ich würde mich auf euer Feedback sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss!